poor can go wrong in such a case, because there are so many. Es herrscht die Überzeugung, dass wir in solchen Fällen leicht in die Irre laufen können, weil wir glauben, dass das häufig einseitige Fälle sind, die sehr verkopft sind. Und viele der Gemütssymptome sind Symptome der Pathologie und dass wir da in die Irre laufen könnten. Diese Überzeugung ist weit verbreitet. Ich stimme dem nicht zu. If the mind symptoms are the presenting symptoms, they form the chief complaint. We have to hold on to them and probe deeper into them. Und wir müssen uns an die halten und einfach mehr in die Tiefe gehen. Is the crystallization of the whole case. Für mich ist die Hauptbeschwerde die Kristallisation des gesamten Falles. Da befindet sich die Energie des gesamten Falles. Dieses Gefühl von schmutzig sein und Hausdiener sein und so weiter. Dieses Gefühl von schmutzig sein und Hausdiener sein und so weiter. Wenn ich dann sage, dann vergessen wir das mal alles und sagen Sie mir, was Sie gerne essen mögen. Das würde ich nie tun. Sie müssen immer herausfinden, was das Eigentümliche an den scheinbar geläufigen Gemütssymptomen ist bei dieser geistigen Störung. Von daher ist es sehr wichtig zu wissen, welche Symptome häufig vorkommen bei jeder psychiatrischen Störung. Zum Beispiel bei einem Schizophrenen ist das häufig so, dass er Stimmen hört. Stimmen hören ist ein wichtiges Kriterium für die, nicht die Tatsache an sich, dass er Stimmen hört, sondern welche Stimmen er hört. Zum Beispiel mag eine Stimme ihm sagen, dass er gesündigt hat. Ein anderer hört Stimmen, die ihm erzählen, dass Leute vorhaben, ihn zu ermorden. Das ist dann das jeweils Eigentümliche. Als er relativ normal war und sprach, ich meine, wir neigen dazu zu sagen, oh je, solchen Fall kann ich nicht aufnehmen, der redet ja nur absurdes Zeug. Der soll erstmal allopathische Medikamente nehmen, wieder normaler werden und dann sprechen wir. Aber als er kam und relativ normal war, konnte ich nicht anfangen. Ich kam nicht wirklich rein in den Fall. Wir konnten ihn nicht in tiefere Ebenen bringen während der Fallaufnahme, weil sein Ego so zerbrechlich war. Die Psychodynamik einer Schizophrenie ist immer ein zerbrechliches Ego. Sein Ego musste ganz starke Abwehrmechanismen etablieren, um ihn vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Und diese Abwehrmechanismen erzeugten eine harte Schale um ihn herum. Als Verhinderung des Zusammenbruchs. Dieses Lächeln, ach, das Leben ist doch wertlos und warum soll ich leben und so. Es war so eine gewisse Gleichgültigkeit. Seine, was er präsentierte, war nicht kongruent zu dem, was er sagte. Da war eine Wand. Die Energie, das ganze Wesen, das ganze Sein versuchte sich zu schützen vor dem, was da herausbrechen wollte. Und wenn jemand eine starke Wand aufgebaut hat, ist es schwer, da durchzubrechen. Aber während des psychotischen Zusammenbruchs